Servus Leute, ja, mit Matthijs de Ligt kam wohl ein Monstertransfer in die Innenverteidigung des FC Bayern München. Man muss es so einfach sagen. Neben ihm ist fest eingeplant Lucas Hernandez. Man muss dazu sagen, Lucas Hernandez ist verletzungsanfällig und hier werden wir auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger brauchen. Doch jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer wird gehen? Meine Meinung dazu. Benjamin Pavard, er wünscht sich selber als Innenverteidiger eine Führungsrolle zu übernehmen. Na, er ist bereit, sogar den Verein zu wechseln, so was man hört. Ich persönlich hätte es ihm ohnehin nicht zugetraut. Ich habe ihn ein paar Mal als Innenverteidiger gesehen. Er hat da nicht die solidesten Spiele gemacht und in der Dreierkette hat er funktioniert, aber in der Viererkette eher weniger. Als rechter Verteidiger finde ich ihn tatsächlich besser, aber auch da ist er einfach ein, es klingt hart, solider Weltklasse-Verteidiger irgendwo, aber so nach vorne, da fehlt einfach der Dampf im Ballbesitz-Fußball. Da kommt mir einfach zu wenig. Da haben wir mit Masraoui jetzt auf jeden Fall ein riesengroßes Talent, würde ich sagen, geholt, der einige noch überraschen wird. Und da wird Pavard auch nur Backup sein. Dementsprechend, Pavard wäre für 35 Millionen zu haben. Ich glaube, Bayern würde ihn auch ziehen lassen. Und man hätte mit Stanisic auch ein Backup auf der rechten Verteidigerposition. Und ich denke, dass Benjamin Pavard bis Ende August den Verein verlassen wird. Interessenten gibt es scheinbar genug. Angebote gibt es noch keine konkreten, aber es wird noch kommen. Manchester United, Chelsea, Juventus Turin, also um nur ein paar Namen zu nennen, natürlich auch Atletico Madrid. Er würde hinpassen, warum nicht FC Bayern das Geld nehmen? Bei Upamecano muss ich ehrlich sagen, die erste Saison ist ja sehr, sehr wackelig. Ne? Er hatte aber auch sehr gute Spiele, hat 38 Spiele letztes Jahr gemacht, sehr viele. Aber er war so ein bisschen Unsicherheitsfaktor. Er hatte aber auch wirklich Spiele, wo ich gesagt habe, wow, da steckt so viel Talent drin, wenn er nur ein bisschen die hohen Bälle besser kontrolliert. Aber er ist jung, Leute. Ich finde, da ist noch viel Potenzial drin. Ich würde ihn nicht verkaufen. Ich würde es nicht gut finden, wenn Bayern das macht. Er hat einen Marktwert von 45 Millionen. Man würde sehr viel Geld kassieren, falls man es machen würde. Aber er hat ein irres Entwicklungspotenzial. Ne? Man muss sich einfach manchmal auch an so ein Niveau gewöhnen. Ich glaube, Upamecano wird, wie gesagt, Einsatzzeiten auch bekommen, wenn man ihn behält, weil Lucas Hernandez einfach verletzungsanfällig ist und man hat einfach dieses Jahr sehr viele Spiele. Dementsprechend Upa behalten, Pavard verkaufen. Das wäre meine Meinung. Mit Nianzou hätte man auch noch einen jungen Backup-Verteidiger. Den würde ich auf jeden Fall nicht verleihen. Ebenfalls behalten. Mit De Ligt muss man ja drüber reden. Ein Leader mit 22 Jahren war schon mit 19 Kapitän bei Ajax. Das sagt viel über seinen Charakter aus. So einen Mann haben wir gebraucht. Jetzt muss ich das alles halt nur einspielen. Jo, was ist eure Meinung, Leute? Würde mich sehr interessieren. Es geht dieses Jahr einfach drunter und rüber, auch beim FC Bayern. Wen würdet ihr verkaufen? Wie würdet ihr die Abwehr aufstellen? Upamecano weg oder Pavard weg oder beide behalten? Na, was ist eure Meinung? Ich sag, Pavard weg. Mit Stanisic hätte man ein Backup, einen soliden, der noch jung ist, für Masraoui. Der wird eine super Saison spielen und Upamecano behalten. Genau, eure Meinung ist gefragt. Haut rein, euer Dennis. Ciao.